Heute gibt es mal ein bisschen anderes Video von mir und zwar kein Beauty-technisches, sondern es geht um eine Kamera und zwar um die, mit der ich gerade filme. Ja, deshalb kann ich sie euch nicht zeigen, aber ich habe mir gedacht, ich filme gleich mit der, damit ihr auch seht, wie die Qualität ist. Und zwar geht es um diese hier. Das ist die Samsung NX Mini. Die kommt entweder in diesem Mintgrün oder in Rosa. Meine ist rosa. Ich werde euch jetzt hier ein Video einblenden, damit ihr seht, wie meine Kamera aussieht, wenn ich nicht gerade damit filme. Das Gute an dieser Kamera ist, dass man Objektive wechseln kann. Das finde ich total toll. Ich habe sie bekommen mit diesem Objektiv einmal hier. Das ist ein 9 mm Weitwinkelobjektiv. Und ich habe jetzt aber ein anderes drauf, und zwar ein Zoom-Objektiv. Das ist 9 bis 27 mm. Und das finde ich wirklich genial. Es ist zwar ein bisschen nervig, dass man immer die erst aufstecken muss, wenn man fotografieren oder filmen möchte, aber man hat dadurch natürlich einfach eine viel bessere Qualität. Die kostet um die 300, 400 €, was ich eigentlich echt okay finde für die Kamera. Da müsst ihr wirklich gucken, wo ihr die bestellt. Im Internet auf jeden Fall Preis vergleichen, weil da kann man deutlich sparen, wenn man das macht. Und ja, ich habe diese Kamera zur Verfügung gestellt bekommen von Samsung zum Testen. Und nicht, weil Samsung mich so gerne mag, sondern weil ich bei einer Online-Test-Community angemeldet bin, die heißt TRND. Und da kann man sich anmelden und Produkte testen. Natürlich muss man so ein bisschen sich informieren über die Produkte, muss verschiedene Tests machen und so weiter. Und wenn man dann Glück hat, kommt man unter die glücklichen Leute, die die Kamera testen dürfen, beziehungsweise die Produkte testen dürfen. Genau, und deshalb habe ich diese Kamera zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe jetzt schon mein letztes Video auch mit der gefilmt und ich habe auch schon Fotos damit natürlich gemacht. Das Tolle ist auch, dass sie ganz viele verschiedene Modi hat, die man einstellen kann und dass man den Display hochklappen kann. Das heißt, es gibt sozusagen so diese Selfie-Funktion. Das heißt, ich kann einfach das Display hochklappen, dann sehe ich mich und kann super tollen Selfie machen. Und das Gute ist auch, dass sie so einen Blinzelauslöser hat, beziehungsweise so einen Lächelauslöser. Also entweder man muss so zwinkern und dann löst sie aus nach 3 Sekunden oder sie löst aus, wenn man lächelt. Das kann man eben einstellen. Was ich auch total cool finde, weil dann muss man nicht so rumdrücken irgendwie noch mit Sven, sondern man kann sie einfach halten und so ein Foto von sich und irgendwie anderen machen. Und was auch total geil ist, super geil, wenn man diese Selfie-Funktion nutzt, dann ist man sozusagen automatisch in dem schöner Porträtmodus, den man aber auch ausstellen kann, der die Haut so ein bisschen weich zeichnet, so kleine Unebenheiten wegmacht und so. Also die Kamera macht einen so ein bisschen hübscher, was auch wirklich total cool ist. Ich kann euch mal irgendwie so ein Selfie-Bild einblenden, damit ihr seht, was ich meine. Eine weitere tolle Funktion, die die Kamera hat, ist die NFC-Funktion. Das heißt, ich kann die mit meinem Handy koppeln und kann dann einfach mein Handy dranhalten, beziehungsweise das daneben legen und kann die Bilder von meiner Kamera direkt auf mein Handy schicken und kann sie dann direkt posten. Also das finde ich auch wirklich total praktisch. Das habe ich auch schon ein paar Mal genutzt, um sie irgendwie dann Leuten gleich zu schicken oder so, wenn ich ein tolles Foto gemacht habe. Das ist echt ganz cool. Und die Kamera ist auch super leicht. Ich glaube, sie wiegt 158 Gramm. Ja, 158 Gramm. Habe ich mir sogar gemerkt. Und sie ist auch sehr klein und kompakt. Man kann sie gut einstecken. Das Blöde ist eben, dass man die Objektive einzeln noch mitnehmen muss. Das darf man nicht vergessen. Da muss man sich irgendwie erst ein bisschen dran gewöhnen, finde ich. Wenn man sonst immer so diese normalen kleinen Digicams gewohnt ist. Und sie macht super tolle Bilder. Sie nimmt auch in HD auf. Man kann tolle Videos damit machen. Aber das seht ihr ja gerade, wie ultra scharf ich bin. Und ja, sie hat wirklich super tolle Funktionen. Und man kann auch verschiedene Modi einstellen. Es gibt nur nicht nur diesen Porträtmodus, sondern auch zum Beispiel einen für besonders schöne Farben. Es gibt natürlich einen super Makro-Modus. Es gibt einen für Wasserfall, was ich ganz cool finde. Dann gibt es auch einen Modus für verschiedene Nachtaufnahmemodi, dann verschiedene für Silhouetten beim Sonnenuntergang, mit Gegenlicht und so weiter. Da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Sachen. Also wenn ihr mal irgendwo die in die Finger bekommt und damit rumspielen könnt, dann guckt euch die mal an, weil das ist wirklich toll. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen Video, das hoffentlich kurz geworden ist, ein bisschen was über die Kamera erzählen und euch ein paar Anregungen geben. Vielleicht könnt ihr euch die ja mal irgendwo angucken und wenn ihr gerade auf der Suche nach einer Kamera seid, ist das vielleicht ein ganz guter Tipp. Und ich bin wirklich auch schwer im Überlegen, ob ich sie mir kaufen werde, weil ich darf sie nicht behalten. Ich muss sie nach dem Test wieder hergeben. Und da bin ich schon jetzt ein bisschen traurig drüber. Und vielleicht werde ich die mir wirklich zulegen, weil die echt gut ist. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, wie ihr die Qualität von den Videos findet. Ob ihr findet, dass, also ob man merkt, dass es ein Unterschied ist zu den Videos davor.
Und ja, dann hoffe ich, das hat euch gefallen. Das ist zweimal was anderes. Vielleicht interessiert euch das ja auch. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.